Also ich war jetzt erstmal überrascht, dass man mich gefragt hat, weil ich ja eher für meine kritische Haltung darüber bekannt bin. Ich möchte einfach tatsächlich vielleicht nicht zuerst mein Urteil über die sozialen Medien raushauen, sondern vielleicht mal zuhören. Und ihr habt ein paar sehr interessante Leute zusammengestellt, die ja total unterschiedliche Herangehensweisen haben. Und ich habe wieder meine eigene. Und deswegen habe ich gedacht, es wäre mal spannend dazu zu hören, was die so zu erzählen haben. Wenn ihr alles vermisst habt. Ja, was geht? Ich bin Mario Wempre. Ich bin 20 Jahre alt, komme aus einem kleinen Dorf hinter Stuttgart. Und ich bin Musiker und ja, Influencer, wenn man das so sagen kann. Ja. Ein wunderschön. Nah am Puls sein, weißt du, ist ein ganz wichtiger Element, dass die Leute wissen, er ist einer von uns, ja. Deswegen gebe ich diesen Jugendlichen, die sagen, ey, guck mal, Kida, er ist von der Straße und der ist immer noch so und er chillt immer noch mit uns. Wir wollen genauso sein, weißt du, was ich meine? Hi, mein Name ist Sophia Thiel, ich bin 26 Jahre alt und komme aus München und mache mittlerweile schon seit 6 Jahren Social Media und zwar im Fitnessbereich. Für mich ist Social Media eine mega geile Plattform, um einfach so sich selber zu zeigen, um so der Welt zu zeigen, hey, guck mal, wer ich bin. So, man kann mega sein Talent der Welt einfach offenbaren. Man kann sich selbst komplett ausleben und sagen und zeigen, für was man steht, was einen inspiriert und einen erfüllt. Und das finde ich wahnsinnig schön, dass man so viele verschiedene Charaktere eben zusammenbringt und alle Leute miteinander vernetzt. Oder es hat sich auch, diese Social Media ist ein Schub, weißt du, was ich meine? Viele haben ihre Plattform gebaut, viele verdienen Geld damit, viele profitieren damit. Aber Bruder, Social Media ist eine. Naja, schau, da kommt jetzt wieder rein, dass ich in dieser Welt tatsächlich auch absichtlich gar nicht so wahnsinnig unterwegs bin. Ich habe Social Media Konten, weil es natürlich offensichtlicherweise ein direkter Kanal ist zum Publikum, das ich dann auch natürlich total gerne bespiele, aber für mich ist es ganz klar beruflich. Boah, ich bin auf Social Media eigentlich schon recht früh drauf gekommen. Also das Ganze hat angefangen, ich war damals mit, ich glaube, 12 bis 14, ich war dreimal bei The Voice Kids. Da bin ich nie weitergekommen und dann wollte ich es unbedingt schaffen, also ich wurde auch nie ausgestrahlt im Fernsehen, ich wollte unbedingt das irgendwie schaffen, so dass die Leute so mein Talent sehen und was ich kann, aber ich habe es irgendwie nie hinbekommen und dann eines Tages dachte ich mir so, ey, ich muss es alleine durchziehen oder ich werde es irgendwie schaffen, habe so das Thema in Angriff genommen, so meine ersten Kanäle erstellt, einfach meinen Content hochgeladen, auch wie ich singe, also ich bin als Musiker tatsächlich groß geworden und auch mit der Musik und dann hat das so langsam seinen Lauf genommen und dann, ja, ich glaube, hauptberuflich mache ich das jetzt schon, seitdem ich, ja, eigentlich so 16, 17 bin, ja. Also ich habe verstanden, dass sozusagen das Ganze ein Businessmodell wird, weil ich habe das dann direkt nach dem Abitur gemacht und da war noch die Frage im Raum, möchte ich studieren, wenn ja, was? Und habe gemerkt, dass es plötzlich mich komplett einnimmt. Also ich habe dann wirklich nur noch mich auf Fotos und Videos konzentriert, habe gepostet, habe geschaut, was man alles machen kann. Und dann kamen dann auch irgendwann weitere Aufträge dazu und habe gemerkt, okay, irgendwie funktioniert das und das nimmt mich komplett ein. Jetzt gebe ich dem Ganzen mal eine Chance und vielleicht kann ich später dann auch davon leben. Instagram habe ich gemacht, weil meine Tochter mir gezeigt hat. Und die Leute haben gefragt, hat Kida kein Instagram? Ich hatte Facebook. Ich habe kein Facebook mehr so richtig. Da habe ich gesagt, ich mache mal. Auf einmal, Bruder, bam, auf den ersten Tag war 50.000, Bruder, was ist das? Ich habe gesagt, was passiert hier an meiner Rücken? Ich habe Angst bekommen, ja. Kam hier ding, 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 ding. Ich dachte, wo bin ich hier, Bruder? Ich hätte noch 10.000 Follower, dann habe ich 1,3 Millionen. Krass. Sehr krass. Ja. Wie viele Storyviews? 150 bis 200.000 Storyviews durchschnittlich. Wie Social Media in mein Leben kam, ist relativ einfach erzählt. Also ich bin immer der Letzte, der das hat. Ich war der Letzte, der ein Handy hatte. Ich hatte, glaube ich, 2001 mein erstes Handy. Und ich hatte noch Freunde, als die Handys wirklich aufkamen, da war ich ja noch in der Schule. Und da waren es eben noch diese Dinge. Und es hatte überhaupt keinen Sinn. Es hat irgendwie
Die Minute hat irgendwie 4 Mark 25 gekostet. Es gab niemanden, den du anrufen konntest. Und wenn man eine SMS geschickt hatte, konnte man die nur zwischen Handys schicken. Und keiner hatte ein Handy, also es war alles komplett sinnlos. Und so richtig geändert hat sich das ja erst mit den Smartphones. Und dass das so eine massive Änderung in unserer kompletten Welt nach sich ziehen würde, das hätte ich nicht vorausgesehen. Mein erstes Handy habe ich bekommen. Und ich habe immer diese kleinen Dinger gehabt da. Wie heißen die? Von dieser komischen Marke, ich will den Namen nicht sagen. Hatte ich 3-4 Tage Akku. Ich kenne mich auch nicht aus. Ich habe jetzt gelernt, wie man eine E-Mail-Anhänge runterladet. Weil ich habe nie meine Mails gecheckt und meine Agentin hat sich immer aufgeregt, weil sie nie wusste, ob ich jetzt meine Mail checke. Jetzt sehe ich mal, ding, ding, kommt so ein Sound. Ich gucke, okay, ich muss sie anrufen, Bruder. Aber Bruder, ich kann nichts mit diesem Smartphone machen. So. Ich habe das alles neu gelernt. Ich bin diese alte Kultur, und wo ich 5 Tage lang Akku habe. So. Und ich habe gehört, diese Geräte sind die besten gerade hier. Ja, Xiaomi, guck mal hier. Ich habe gehört, das sind gerade die krassesten Geräte, Bruder. Es war so ein richtig dickes Teil, so. Auch nicht zum Aufklappen oder kein fancy Teil, sondern einfach mit Tasten und so einem Steuerknüppel in der Mitte noch. Und habe darauf eigentlich nur Musik gespeichert und habe dann gemerkt, wie schnell das auch geht und wie sehr ich das auch dann brauche. Und wenn ich jetzt ein paar gute Sachen sagen müsste wegen Social Media, was wäre das? Ich überlege gerade. Dass man Leute wiederfindet, die man jahrelang nicht gesehen hat. Dass man, wenn man einen schönen Film gesehen hat, den Leuten dann auch auf der anderen Welt, auf der anderen Seite der Welt sagt, ey, danke für diesen Film, ich bedanke mich sehr. Dadurch, dass du extrem viele Leute innerhalb von kürzester Zeit erreichen kannst, kannst du halt solche krassen Messages den Leuten mitgeben oder auch so Messages, die auch irgendwie die Welt verändern können. Gerade auch so irgendwie so diese ganzen Spendenaktionen. Es war doch da so ein Junge, für den, glaube ich, 2 Millionen Euro gesammelt wurden. Und innerhalb, glaube ich, ich weiß nicht, von einem Monat oder so wurden 2 Millionen Euro gesammelt. Und das einfach nur durch so sozialen Medien. Das ist so krass. Ich habe gerade mit der Kindernothilfe geredet. Wir haben sehr viele Spenden gesammelt. Ich wollte nochmal Danke sagen, dass ihr das Video so publik gemacht habt und dass ihr dieses Video so viral nach oben geschossen habt. Und die haben Geld gespendet für den Jungen. Wir haben alle zusammen gespendet. Und gestern habe ich mitbekommen, dass das Geld zusammengekommen ist. 2,4 Millionen. Und dann denkst du dir, okay, Alter, das hätte früher auch nicht so geklappt. Weißt du, was ich meine? Okay, guck mal in die Kamera. Leute können sich selber einen, also was die Hollywood-Studios gemacht haben früher. Wir legen uns jetzt die eigene Dauerwelle und wir ziehen uns selber die Backenzähne und sagen, wir machen ein Bild von uns und jeder weiß, das ist ein Bild. Und das ist auch was total Kreatives, ja, also auch mit den Limits, die es hat. Aber wenn du auf Instagram rumschaust, es gibt immer, auch vor allem auf TikTok, es gibt ja wirklich Sachen, da schnalle ich ab. Die sind so kreativ und so witzig und auf eine Weise, auf die wäre ich nie gekommen. Also es ist eine Explosion an Kreativität. Und das ist überhaupt nicht geheuchelt, sondern es ist tatsächlich was ich faszinierend und echt und toll finde. Ja, das gibt's. Du kannst dir von null auf eigentlich komplett alles aufbauen. Du brauchst nicht das krasseste Equipment oder sonstiges. Guck mal hier, mein Studio, was ihr im Hintergrund seht. Ich habe hier vielleicht 4 Quadratmeter, auf dem ich alles mache. Und meine Videos wurden trotzdem millionenfach geklickt. Und das ist so ein Zeichen für mich, was mir sagt, du brauchst nicht das krasseste Scheiß von allem, um irgendwie abzugehen. Juckt nicht, wo du herkommst, was deine Vergangenheit ist. Die Leute sehen nur das, was du den Leuten gibst. Und da brauchst du kein riesiges Haus, kein dickes Auto, um irgendwie was zu reißen. Die Nachteile des Ganzen sind halt, du gibst halt deine Privatsphäre so frei an die ganze Welt und dadurch wirst du halt viel angreifbarer. Also, du bist viel verlässlicher dadurch und einfach
du kannst kaputt gehen, eigentlich mehr oder weniger daran. Dieses Vergleichen kann einen wirklich sehr, sehr belasten. Dann natürlich, dass man auch negativen Kommentaren ausgesetzt ist, mit denen man zurechtkommen muss, die manchmal vielleicht mitten ins Schwarze treffen. Und dass man einfach dann schaut, okay, dass man sich so eine Art Schutzmauer aufbaut. Und die dritte negative Sache an Social Media ist schon manchmal die mangelnde Authentizität. Dass Leute sich manchmal, glaube ich, in ein Regime oder in einen Rahmen reindrücken, der sie aber eigentlich gar nicht in echt sind, ja, sondern einfach um eben einem Social-Media-Muster zu entsprechen. Das ist auch ein weiteres Ding, das wir haben als Gruppenwesen, dass wir uns natürlich vergleichen. Ja, wo sind wir in der Hackordnung? Natürlich bin ich lieber oben in der Hackordnung als unten in der Hackordnung. Insofern ist das wieder eine Sache, die sehr, sehr gut ausgespielt wird. Natürlich, wir vergleichen jeden Tag, den ganzen Tag. Und auch da wissen wir, ist ja auch ein Gemeinplatz, dass es nicht glücklich macht. Wann warst du einen Tag lang ohne Handy? Mein letztes Mal einen Tag lang ohne Handy. Ich würde es dir gern sagen, aber ich weiß es selber nicht. Ich mache am Tag, immer unterschiedlich natürlich, je nachdem, wie ich auch Lust und Laune habe. Ich bin natürlich jetzt nicht jeden Tag bestens gelaunt und so. Manchmal habe ich auch so meine paar Stunden, wo ich mir denke, okay, fuck, jetzt muss ich halt so. Aber sonst normalerweise, ich mache so durchschnittlich zwischen 3 und 5 Videos auf TikTok. Und dann lade ich nochmal 1 bis 2 Videos jeden Tag auf Instagram Reels hoch. Das, was ich mache, hängt von einem kleinen Gerät ab. Das ist so mein Smartphone. Also ich versuche mir immer mehr klarere Zeiten zu setzen, wann ich Social Media mache, wie genau, wie viel und was mir auch noch gut tut. Und dann in meinem Privatleben bin ich dann wirklich auch da und mein Handy ist aus, auch zum Beispiel im Gym, was jetzt gerade zeitlich ist. Das ist auch für mich ein Ort, wo mein Handy nicht da, da bin ich nicht erreichbar. Da bin ich in meiner Kapsel, in meiner Blase und habe dann wirklich Zeit für mich und das ist meine Zeit. Und dann habe ich nochmal Zeit für Social Media. Also ich versuche mit Zeiten sozusagen das zu trennen, dass es nicht so ineinander greift. Ich trenne mein privates Leben und Social Media Leben so komplett. So, ich tue mein privates Leben nicht in Social Media rein. Wenn ich nicht am Handy bin, dann bin ich ein anderer Mensch. So, das, was ich auf Social Media bin, ich kann auch so im Privaten sein, aber ich bin nicht zu 100% wie in meinen Videos aufgedreht oder dass ich jetzt die ganze Zeit irgendwie wie ein Bescheuerter durch die Gegend renne und tanze und alles mögliche. Das ist natürlich Unterhaltung, aber ich bin eigentlich ein Typ, mit dem man echt gut reden kann und der sich auch vieles anhört. Ja. Man ist irgendwie vielleicht im Urlaub, die Sonne scheint, es ist irgendwie gut. Und ich bin aber nicht so, ich merke, irgendwie bin ich nicht richtig da. Warum ist das so? Wie so eine leichte Depression. Ja? Und dann habe ich einfach auf Verdacht das Handy weggelegt. Auf Verdacht und einfach auch nicht mehr, weil ich immer denke, naja, man wird ja noch Zeitung lesen dürfen und man wird ja noch das machen dürfen. Aber es ist ja nicht wie ein Buch lesen, wo du sagst, ich lese jetzt ein Buch am Stück durch, sondern es ist ja immer dieses, jetzt das, ah, jetzt das, und das geht für mich weiter zu, es sind ja diese Wurmlöcher. Das, wie kann ich es beschreiben? Es ist wie ein Vorhang zwischen mir und der Welt. Bruder, früher habe ich immer so gezeigt, wenn ich essen war, hier, beste Steak, beste so. Bruder, danach habe ich überlegt, wallah, ist das nicht gut. Da gibt es Leute, die sind vielleicht meine Follower, die haben nicht viel zu essen. Denen geht es nicht gut, so finanziell geht es denen nicht gut. Und vielleicht haben die auch Bock auf dieses Steak, so. Weißt du, was ich meine, Bruder? Und, ja. Dann habe ich mir schon oft überlegt, ob ich das machen soll, Bruder, ja. Weil jetzt manchmal, wenn ich in Restaurants gehe, damit ich so den Restaurantmann so ein bisschen Props gebe, mache ich so, zeige so ein bisschen das Grill oder so. Aber Bruder, ich habe manchmal schlechtes Gewissen, wenn ich das mache, wenn ich so Essen poste oder so. Weißt du, was ich meine? Diese Szene basiert größtenteils einfach nur aus, wer hat die krasseren Zahlen. Und es, ich kann es nicht mehr hören, es kotzt mich so an, weil gefühlt jedes Gespräch zwischen Influencern beläuft einfach auf dem gleichen Gesprächsthema. Also wer hat das viralste Video, wie viel hat das erreicht? Und das ist,
ich kann mit sowas nicht ab. Ich unterhalte mich lieber über persönlichere Themen und ich bin so voll der Real Talk-Typ. Guck mal hier, der Busfahrer, Bruder. Aha. Weißt du, was ich meine? Das ist normal, Bruder. Wir sind, wir müssen das, ohne diesen Busfahrer zum Beispiel, wäre ich nicht da, wo ich bin. So. Deswegen, ich lasse sie an mir rankommen, Bruder. Bruder, bei mir ist sogar das Problem, dass die Stars Fans sind von mir. Weißt du, was ich meine? Ja? Weißt du, warum? Authentizität, Bruder. Ja? Authentizität hat keiner in dieser Filmbranche, Bruder. Dass die jeden wollen nur auf diesen roten Teppich. Bruder, ich kann jeden Tag auf diesen roten Teppich. Ich scheiße auf diesen roten Teppich, Bruder. Ich gehe nur auf rote Teppich, wenn ich Premiere habe und wenn ich einen Preis abhole. Was geht ab, Jungs? Wie wird sich Social Media entwickeln? Also ich glaube auf jeden Fall, in 10 Jahren wird TikTok nicht mehr am Start sein. Das bin ich mir 100% sicher. Ich weiß nicht, also ich glaube, es wird sich auch wieder der Markt verändern für irgendwas, weil mittlerweile ist ja einfach, Videos ist der Shit. Bilder jucken keinen mehr auf Instagram. Du ziehst auch nur noch mit Videos neue Follower an und das ist auch ganz klar das Konzept von Instagram, was sie auch selber sagen. Macht Videos, weil Bilder werden auch mehr oder weniger nicht mehr gepusht, sozusagen, weil Instagram Reels ist halt gerade voll Maschinerie drin, Instagram, das ist so der Hauptfokus der Zeit. Und da sieht man auch schon, also klar, die Szenen ändern sich. Ich komme auch noch aus einer Zeit, wo man irgendwie, wo ich als Bravo-Boy irgendwie Bilder hochgeladen habe mit einem schönen Lächeln vor der Kamera und Haare hier so durch. Und ja, aber in 10 Jahren, da wird auf jeden Fall auch nochmal die eine oder andere App am Start kommen. Also ich glaube, dass Instagram jetzt anfängt, Like-Buttons wegzunehmen, hat ja einen Grund. Ich glaube, wahrscheinlich wirst du dann einfach nur noch die Leute zählen, die das angeschaut haben. Das müsstest du dann eigentlich auch verschwinden lassen. Eigentlich müsstest du die Währung, die es momentan gibt, nämlich irgendeinen Count wird es immer geben, musst du, wenn du das komplett verschwinden lässt, wird das, glaube ich, natürlich was bewirken. Also ich finde, dass die Social-Media-Plattformen selbst auch mehr Aufklärung betreiben sollten und auch ein bisschen, ja, manche, da vor allem die jüngere, ganz junge Generation warnen sollte, was auf einen zukommen kann. Aber ich denke nicht, dass sie es machen werden, leider. Weil ich denke, so, die lassen so, das ist nicht unsere, liegt nicht in unserer Verantwortung. Jeder muss wissen, wie er das macht und wie viel. Ich denke, die freuen sich natürlich über hohe ja, Besucherzahlen und dass Leute so lang wie möglich auf deren Plattformen sind. Deswegen denke ich, dass es schwierig sein wird, aber fände es schon toll, wenn sie in diesem Thema halt mehr aufklären würden, ja. Ich kann zu dem Thema Motivation und gerade Social Media anfangen, nur sagen, Leute, ich komme vom größten Kaff, ich hatte nichts. Ich habe mit 0 Followern angefangen, so keiner hat an mich geglaubt, auch in der Schule niemand. Und mein eigener Willen hat mich jetzt hier hingebracht, wo ich bin, weil ich es einfach selber wollte. Und wenn du dieses Ziel vor Augen behältst und dich langsam aber sicher dahin arbeitest, dann schafft man das auch, weil im Leben ist nichts unmöglich. So, du musst es einfach nur wollen, durchziehen, du darfst dir für nichts zu schade sein. Reiß dir den Arsch auf für alles und lass dich nicht runterkriegen. Ich habe fucking 5 Jahre gebraucht, bis ich an dem Punkt war, wo ich jetzt sage, geil, das hat sich ausgezahlt. Und die 5 Jahre davor waren einfach nur Aufbau. Ja. Da ich jetzt nicht drauf aus war, dass ich jetzt irgendwie viele Likes bekomme oder mich verstellen muss, ich glaube, das wollen viele sehen, das echte Leben und echte Probleme. Und weil sie sich dann selber auch wahrscheinlich mehr damit identifizieren können. Also, dass du anfängst, dir eine Geschichte über dein eigenes Leben zu erzählen. Und jetzt kannst du den anderen Leuten eine Geschichte über dein Leben erzählen und das kreativ machen. Und das ist ja eigentlich auch was total Schönes und was Kreatives und was uns entspringt. Ich sage doch jedes Mal wieder, Social Media ist eine gute Sache, wenn man die mit Respekt behandelt. Und Respekt ist ein ganz großes Element im Leben. Wenn du Respekt und loyal bist, dann kommst du gut durchs Leben. Ist egal, ob Social Media oder Social Media ihre Mutter.